Vielen Dank. Das Wort hat der Herr Ministerpräsident Volker Bouffier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst, Herr Kollege Rentsch, eine kleine Bemerkung. Sie haben Nordhessen ganz besonders gelobt, zu Recht. Aber an einem solchen Tag, wenn wir 70 Jahre Verfassung in unserem Land gedenken, kann ich nicht umhin. Die Osthessen, die Westhessen, die Südhessen, die Frankfurter und die Offenbacher, die Mittelhessen und vor allen Dingen die Oberhessen, meine Damen und Herren, Sie sind alle zu loben. Sie alle gehören zu Hessen und machen das aus, was das Land ausmacht und was so stark ist. Die Besonderheit Gießens zu erwähnen, ist mir ein Anliegen. Albert Oswald hätte es gerne auch getan. Meine Damen und Herren, das ist die Stunde des Parlaments. Die Fraktionen haben die Chance genutzt, das Gemeinsame zu würdigen und gleichzeitig besondere Akzente zu setzen, auch deutlich zu machen, wo in den großen Linien die Unterschiede verlaufen. Und das ist gut so. Die Parteien sind nicht das Volk. Aber sie sind berufen, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. In der verfassungsrechtlichen Realität, auch in Hessen, sitzt in diesem Landtag seit vielen, vielen Jahren kein einziger Abgeordneter, keine einzige Abgeordnete, die nicht Repräsentant oder Repräsentantin einer Partei ist. Und weil das so ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass auch heute die Grundüberzeugungen der Parteien deutlich geworden sind. Und das ist gut so. Sie haben in Ihren Beiträgen sehr deutlich herausgearbeitet, was uns verbindet und was in den letzten 70 Jahren dieses Haus, dieses Hessische Parlament gemeinsam und in gemeinsamer Überzeugung gestaltet hat, aber auch, wo Unterschiede in der Beurteilung liegen und auch darauf hingewiesen, wie es weitergehen kann im Land. Und deshalb möchte ich für die Landesregierung mich heute herzlich bedanken bei dem Parlament. Jede Regierung ist darauf angewiesen, dass sie im Parlament eine Mehrheit für ihre Politik findet. Und deshalb bedanke ich mich heute für alle Landesregierungen, auch für meine 7 Vorgänger als Ministerpräsidenten. Ohne diese Parlamentsunterstützung hätten wir diese Arbeit nicht leisten können. Dieser Dank geht nicht nur an diejenigen, die die jeweilige Regierung parlamentarisch unterstützen. Dieser Dank gilt auch der Opposition. Eine Regierung ist nicht nur der sie tragenden Mehrheit verantwortlich, sie ist dem ganzen Parlament verantwortlich. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Arbeit der Opposition ist wichtig, sie ist notwendig und sie ist konstitutiv für eine funktionierende Demokratie. Und deshalb auch Danke an die, die früher einmal in einer Regierung saßen, die heute in der Opposition sind, die natürlich daran arbeiten, dass es bald wieder anders wird. Und als gelernter Oppositionspolitiker weiß ich, die Opposition ist manchmal mühsam. Trotzdem ist die Feststellung richtig. Regierungstragende Mehrheiten gehören zu einem erfolgreichen Parlament. Kritische Opposition gehört zwingend zu einer erfolgreichen Demokratie. Ich bedanke mich bei den einen wie bei den anderen. Demokratie ist Auseinandersetzung, ist Kampf, ist Leidenschaft, ist das Ringen um das beste Argument und am Ende auch um Mehrheiten. Demokratie ist nicht und schon gar nicht im postfaktischen Zeitalter das wilde Behaupten, das Verleumden, das Manipulieren und das bewusste Ignorieren und Missachten von Fakten und Gegebenheiten. Meine Damen und Herren, immer mehr Menschen neigen dazu, Fakten schlicht zu missachten oder nur noch das in ihr Weltbild aufzunehmen, was gerade da hineinpasst. Und nicht zuletzt
Das, was wir erleben in den sozialen Netzwerken, muss uns besorgen. Meine Damen und Herren, das, was dort stattfindet, ist technologisch eine Revolution, aber noch viel schlimmer. Es legt die Axt an unsere Gemeinschaft. Wenn wir heute wissen, dass mehr als ein Drittel all dieser Meldungen, dieser Likes und was es sonst alles gibt, nicht mehr von Menschen kommt, sondern von Maschinen, von Robotern, die entsprechend eingerichtet sind, die uns künstlich den Eindruck erwitteln, millionenfachen Diskurses in der Bevölkerung, und dahinter steht dann ein Einziger, der die Dinger programmiert hat. Da müssen wir darauf achten, dass wir sensibel bleiben zwischen dem, was die Menschen bewegt, und dem, was uns gelegentlich vermittelt wird, was sie angeblich bewegen würde. Darauf zu achten, dass das, was in diesem Bereich passiert, Entgrenzung, Enthemmung, Verachtung von Minderheiten und nicht zuletzt, und das erwähne ich heute ganz besonders, die konsequente Verächtlichungsmachung des Staates und seiner Institutionen und vorneweg des Parlaments und der Abgeordneten. Meine Damen und Herren, man darf sich nicht wundern, dass die Kraft des Arguments, dass die Kraft der Entscheidungen eines Parlaments zurückgeht, teilweise nicht wahrgenommen wird oder jedenfalls nicht in dem Maße Demokratie gemeinschaftsstiftend wirkt, wie wir uns dies gemeinschaftlich wünschen, wenn man eine solche Entwicklung mehr oder weniger gleichgültig begleitet. Und deshalb möchte ich heute diesen Tag nutzen, uns gemeinsam darauf aufzurufen, dass wir mit aller Kraft solchen Entwicklungen, egal wo sie passieren, entgegentreten. Es ist zu Recht nahezu von allen hier gesagt worden, dieses Land hat nach der Befreiung durch die Amerikaner die Chance erhalten, in Selbstbestimmung, Demokratie und Achtung der Menschenwürde neu zu begründen. Das ist in den letzten 70 Jahren gut gelungen. Aber wenn wir nach vorne schauen, ist mir bei all dem Streit des Tages über viele, viele Themen, über die wir uns hier unterhalten, der Kern und das Wichtigste, dass wir hier den Anfängen wehren. Wer diese Entwicklung nicht zurückdrängt, der wird erleben, dass das, was in einer Demokratie konstitutiv ist, der Respekt vor dem Parlament und den Abgeordneten, dass das nicht verstaubte Verehrung von Institutionen ist, sondern die Grundlage gelingender Demokratie. Wenn Entscheidungen von Mehrheiten gegen engagierte Minderheiten nicht mehr den Zuspruch und die Anerkennung in einer Bevölkerung finden, weil man die Institution generell ablehnt, dann wird aus diesem Hessen etwas anderes. Dann ist es nicht mehr das Land der Freiheit, das Land der Zukunft, des persönlichen Glücks und der Achtung der Menschenwürde. Und genau darum muss es nicht nur heute, sondern auch in den nächsten 70 Jahren gehen. Meine Damen und Herren. Als vor 70 Jahren die ersten Abgeordneten zusammentraten, war es eine völlig andere Welt. Frau Kollegin Wissler, Sie haben, wie ich fand, sehr berührend diese Schilderung von Frau Selbert vorgetragen. 6 Stunden zu Fuß. Ich habe die eine oder andere Erinnerung gelesen von den Mitgliedern der verfassungsgebenden Versammlung und auch des ersten Landtages. Ich habe das Glück gehabt, ein Mitglied dieser verfassungsgebenden Versammlung und auch dieses ersten Hessischen Landtages persönlich kennenzulernen. Es war ein Mitglied meiner Partei, der aus Watzenborn-Steinberg kam, aus Polheim, in der Nähe von Gießen, der in der Grube arbeitete, der ein klassischer Arbeiter war und der seine Arbeit trotz des Parlamentarierdaseins weiter fortsetzte, der zu Fuß zum Zug ging, über 10 Kilometer, und nachdem er hier getagt hatte, das Ganze wieder zurück, der keine Diäten bekam und der auch nicht wusste, wie es weitergehen würde. Diese Männer und Frauen
Sie wussten aber eins, dass Sie diese Chance des Neuanfangs nicht vorbeigehen lassen dürften. Sie waren beseelt. Und diese Kraft, die müsste uns eigentlich auch befähigen, die heutigen Herausforderungen mit Erfolg zu bewältigen. Und deshalb wünsche ich mir und ich denke uns allen, dass bei all den veränderten Umständen, die hatten natürlich auch kein Telefon von Internet, Handy und Twitter, haben die nicht mal etwas geahnt. Aber der Kern ist geblieben, die gesamte Bevölkerung zu vertreten, selbstbewusst, mutig, kämpferisch. Ja? Die Freiheit des Abgeordneten, an der Gestaltung der Gesellschaft und der Zukunft erfolgreich zu verbinden mit einem Wohlergehen für unser gesamtes Land, das, denke ich, muss die Aufgabe von Abgeordneten sein. Und wenn wir uns das anschauen, 70 Jahre Hessischer Landtag, 70 Jahre Hessen, dann kann man uneingeschränkt sagen, 70 Jahre Erfolgsgeschichte, meine Damen und Herren. Dies verdanken wir auch und gerade denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten 70 Jahren durch ihre politischen Entscheidungen die Grundlagen für diesen Erfolg gelegt haben. Und so soll es weitergehen. Mit engagierten, mit streitbaren und mutigen Abgeordneten, die für ihre Überzeugungen stehen und gleichzeitig beachten, dass sie Entscheidungen für das ganze Volk treffen. Das ist gut gelungen, und so soll es bleiben. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dem Hessischen Landtag. Herr Ministerpräsident, auch Ihnen ein herzliches Dank, wie ich mich herzlich bedanke bei allen Vorsitzenden der Landtagsfraktionen für diese zwei Stunden. Ich hoffe, dass wir alle jetzt innerlich so beseelt sind, diesen Geburtstag zu feiern, heute Abend und bis morgen, dass wir jetzt hinausgehen und fröhlich feiern. Alle fröhlich. Frau Wissler, einverstanden damit? Wunderbar. Ich darf Sie einladen zu einem Empfang da draußen. Ansonsten schließe ich die Sitzung und bedanke mich, dass Sie daran teilgenommen haben. Die Sitzung ist geschlossen.